Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Yeah, welcome zu einer neuen Folge von den Sacred Conversations. Wir haben noch unsere Krönchen offen, weil wir haben heute Morgen, wir telefonieren ja jeden Morgen, haben wir ja ganz am Anfang schon erzählt, und haben heute Morgen vergessen, unsere Krönchen nochmal hier auf Zoom aufzusetzen und unser Applaus spielen zu lassen, um uns selber zu feiern für alles, was wir bisher geschafft haben. Hier an dieser Stelle für dich eine Erinnerung, feier dich, feier das, was du bist und das, was du schon geschafft hast. Also deswegen haben wir noch die Krönchen drauf und ich wollte das jetzt hier für den Anfang noch einmal kurz zeigen. Bevor wir uns dem Podcast-Geschehen wieder widmen. Genau, die können wir ja auch einfach auflassen jetzt für diesen Podcast hier. Okay. Für diejenigen, die uns ja auf dem YouTube-Kanal folgen und Podcasts sehen und hören, sind jetzt auch unsere Krone. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja in der Schublade noch irgendein Accessoire liegen von Faschingszeiten oder woher auch immer. Setz doch mal deine Krone auf. Why not? Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, wir wollen heute mal übers Manifestieren sprechen. Und an der Stelle finde ich es immer ganz lustig, dass übers Manifestieren so gesprochen wird, als wäre es so ein Hobby, was man mal macht. Oder so, ach komm, ich manifestiere mir mal was oder so. Dabei ist dein ganzes Leben die Manifestation deiner Innenwelt. Das ist ja kein Hobby, das ist ein Naturgesetz. Ne? Also wir manifestieren jeden einzelnen Augenblick unseres Lebens und darüber wollen wir heute mal sprechen, was das ist, wie das funktioniert und vor allem, was wichtig ist daran. Und das versuchen wir jetzt mal in eine halbstündige Podcast-Folge reinzubringen. Vielleicht magst du anfangen. Was heißt manifestieren? Was ist das Gesetz der Anziehung? Oh, in einem Satz, ganz kurz. Wir können nicht manifestieren. Alles, was wir ans universelle Feld aussenden, bewusst oder unbewusst, alles, was wir denken und fühlen und dementsprechend handeln, das universelle Feld sagt einfach immer ja zu uns. Ja, 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 das liefere ich dir. Das sind Dinge, das hat man uns nie beigebracht. Das haben wir nie irgendwo gelernt. Das wäre mal so ein Ziel in der Schule künftig, wäre mein Wunsch, dass da mal so ein Fach, es gibt Manifestationsklasse oder Königsdisziplin des Manifestierens, wie auch immer. Weil, was wir ja alle kennen, ist so das Spielchen irgendwo einen Parkplatz manifestieren. Haben uns alle schon mal drauf eingelassen, funktioniert, manchmal mehr oder weniger schnell. Das Ding ist nur, wenn ich mir irgendwo einen Parkplatz bestelle, einfach so auf Fingerschnipp, weil ich ein Spielchen mitmachen will und komme dann irgendwo an und sehe jetzt sofort einen freien Parkplatz. Niemand von uns, behaupte ich jetzt einfach mal, sagt dann, oh, kein Parkplatz da, ich kann den Termin da nicht wahrnehmen, ich fahre wieder zurück. Was machen wir? Wir drehen 2, 3 Runden vielleicht da um diesen Parkplatz rum und dann sehen wir, irgendwo kommt jemand. Ah, der steigt jetzt ins Auto ein. Ah, danke, liebes Universum, da ist mein Parkplatz. Völlig ohne jegliche Zweifel. Wenn ich Hunger habe und will einen Pizzaservice in Anspruch nehmen, rufe ich bei der Pizzeria an und bestelle mir die Pizza und weiß ganz genau, in 35 Minuten steht der Pizzabote vor der Tür und liefert mir meine Pizza. Ich habe keine Zweifel daran. Ich weiß einfach, Pizza ist bestellt, wird geliefert. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Ich bestelle mir in der Pizzeria vor allem das, worauf ich Lust habe. Ich frage dann nicht erst, hey, was essen denn die meisten Leute bei euch? Was machen denn die meisten bei euch? Und das hole ich mir dann auch wenn ich keine Lust drauf habe.
Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das sind ganz viele tiefe Konditionierungen, uns zum Bewusstmachen, wo wir uns mit weniger zufrieden geben, wo wir sagen, eigentlich geht es da doch ganz gut und nicht noch mehr bestellen beim Universum. Und das funktioniert mit dem Parkplatz, ja, aber da nicht. Nein, machen Stopp. Alles, was wir denken, daraus entsprechend handeln und fühlen, das Universum sagt immer Ja zu uns. Und im Hinblick auf die Konditionierung hat ein aktuelles Beispiel, ich habe ein neues Angebot und habe da so in mich hineingefühlt, wie viel Teilnehmer hätte ich denn gern? Und da kam so die Zahl 25. Dachte ich, okay, Universum, 25 Teilnehmer hätte ich gerne. Dann habe ich an dem Abend, so gegen 8 Uhr, geschaut, wie viele Teilnehmer sind denn da? Es waren exakt 25. Und dann habe ich gedacht, oh cool, der Tag hat ja noch ein paar Stunden, könnte ich ja noch ein paar mehr bestellen. Und dann, und so komme ich da drauf jetzt, habe ich eine Instanz in mir gemerkt, die gesagt hat, willst du jetzt nicht so viel, sei doch mal zufrieden mit den 25, die hast du bestellt und die wurden doch auch geliefert. Also sofort habe ich gemerkt, da ist so eine Konditionierung da, jetzt nicht noch mehr haben wollen, ist doch mal genug, was wir so in der Kinderstube ja alle zuhauf gehört haben. Und dann habe ich gedacht, nee, Universum, 25, wunderbar, vielen Dank, ich feiere diese wunderbare Anmeldungen schon. Wie viel könnten es noch mehr werden heute bis Mitternacht? Da kam die Zahl 7. Okay, Universum, bitte noch 7. Und dann bin ich, ja, nicht allzu spät ins Bett gegangen, habe nichts mehr gemacht und habe dann am nächsten Morgen reingeguckt und es sind exakt 32 Anmeldungen. Sensationell, das Ding funktioniert. Ich bin ins Bett gegangen, habe nicht dran gezweifelt, ich habe bestellt und es wurde geliefert. Und das ist mit allem so. Wir können nicht nicht manifestieren im Grunde genommen, weil alles, was wir aussenden, das Universum sagt halt nicht, hey, du hast mir doch jetzt schon zigmal gesagt, du hättest gern das und das, aber du bestellst gerade das. Ich liefere dir das andere. Nee, das Universum liefert uns halt immer das, was wir bestellen. Das Ding ist nur, dass wir ganz präzise bestellen dürfen. Bestell ja auch immer nochmal das Pizza-Beispiel. Nicht eine Pizza. Der fragt ja dann, was hättest du denn gerne? Hättest du Tomatensoße, frisches Basilikum, Käse, Pilze, keine Ahnung, was auch immer. Ich bestelle ganz präzise. Und das Universum, in dem Falle der Pizzafahrer, liefert ganz präzise die Pizza. Und ich habe keinen Zweifel dran. Genau. Und weil wir ja immer manifestieren, weil wir ja gar nicht nicht manifestieren können, macht es doch Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen, wie wir wirklich bewusst und aktiv manifestieren können im Sinne von, wie ich mir bewusst genau das in mein Leben holen kann, was ich wirklich in meinem Leben haben will. Also, dass ich mich ganz klar darauf fokussiere, was ich will. Und allein da, nehmen wir mal ein Alltagsbeispiel. Man fällt so leicht mal ins Jammern rein. Man fällt so leicht mal dahin, wo man sagt, boah, das passt mir noch nicht, das ist noch nicht so. Oder boah, irgendwie nervt das gerade und das wünsche ich mir doch jetzt schon so lange und es hat schon wieder nicht geklappt. Was, wenn wir jetzt mal aufhören würden, komplett aufhören würden mit diesem Gejammere? Wenn wir jetzt einfach mal uns hinsetzen würden und mal überlegen, was will ich denn wirklich haben? Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Frage. Was will ich denn wirklich haben? Und schon merkst du, wie du in eine andere Energie kommst. Und ich finde es ganz spannend zu beobachten, oder habe ich bei mir in der Vergangenheit schon öfter beobachtet, dass ich gemerkt habe, ich irgendeine Instanz in mir möchte am liebsten gerade da drin bleiben, in diesem Jammermodus, in diesem Opfermodus, in dieser Opferrolle, um es ganz einfach zu sagen. Das habe ich gemerkt, dass da irgendwas mich da drin halten will. Wir müssen jetzt auch gar nicht definieren und herausfinden, was das jetzt ist. Wir dürfen es uns einfach bewusst machen, falls es so ist. Ah, okay, da ist eine Instanz in mir, die will das so. Dann kann ich nämlich ganz bewusst entscheiden, nein, ich entscheide jetzt, was ich möchte und ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Weil letzten Endes bringt das mit dem Jammern nichts. Auch in meiner Manifestation nicht.
Ja, natürlich darf ich mal sehen, okay, ich merke gerade, das da gefällt mir zum Beispiel nicht so. Dieses Ergebnis in meinem Leben ist jetzt noch nicht so, wie ich es gern hätte. Statt mich aber jetzt darüber aufzuregen und zu sagen, warum ist das so, das soll so nicht sein und bla, gehe ich doch viel lieber hin und setze mich mal hin und zwar immer wieder, nicht einmal und dann wieder weiter jammern, sondern immer und immer wieder, vor allem dann, wenn wir in diesen Energy kommen von Jammern und frag mich nochmal, was will ich denn wirklich von Herzen? Wenn alles für mich möglich wäre, was will ich wirklich? Und ich hatte erst kürzlich so einen Moment, wo es mir genauso ging. Ich habe gemerkt, also irgendwas hat sich nicht so stimmig angefühlt. Es war irgendwie ein komisches Gefühl auf einmal da. Ich habe mich auf einmal so schwer gefühlt und dachte so, hä, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich wollte es doch anders haben. Statt mich jetzt aber hinzusetzen und zu sagen, oh, das ist jetzt alles blöd und alles irgendwie zu verteufeln, habe ich mich gefragt, im wahrsten Sinne, wenn alles für mich möglich wäre, wie hätte ich es dann gerne? Und das war dann für mich in dem Fall, dass ich mir auch mal so überlegt habe, okay, wenn alles möglich wäre, also wirklich alles, dann könnte ich das Wetter beeinflussen und könnte dies und jenes machen. Ich habe einfach mal so ein bisschen Gedankenspiel gemacht. Ich habe jetzt nicht die Fähigkeit dazu gewonnen, das Wetter zu verändern. Prost. Aber ich habe mich instant besser gefühlt. Weil ich auch, das ist auch so eine Art Beweis für dich selbst, dass du es dir wert bist, dir zu überlegen, was du wirklich willst. Und dass du es wert bist, das auch zu bekommen. Das hat auch ganz, ganz viel mit dem Selbstwert zu tun, dass ich mich wirklich mal frage und mir die Frage beantworte, was will ich wirklich? Also, du hast das eben so mit dem Wetter gesagt. Jein. Wenn ich so an uns denke, wie oft sagen wir, wenn Engel reisen, wie oft sagen wir, wir werden da wunderschönes Wetter haben und wir haben dann auch wunderschönes Wetter. Trotzdem im Wetterbericht was anderes möglicherweise gemeldet wurde. Ich sage jetzt bewusst möglicherweise. Ich gucke nicht nach dem Wetterbericht, weil wenn ich nach dem Wetterbericht gucke, dann ist da Regen gemeldet und was fange ich dann an zu glauben? Naja, da ist Regen gemeldet, da wird es auch regnen und nach deinem Glauben wird ja geschehen. Wie oft habe ich aber auch schon gemerkt, wir hatten wunderschönes Wetter und im Nachhinein habe ich zum Beispiel erfahren oder irgendjemand hat mir erzählt, für heute haben sie eigentlich total schlechtes Wetter gemeldet, aber ich habe mir schönes Wetter manifestiert. Oder mir fällt gerade eine Situation ein. Das war hier in Larnaca vor ein paar Jahren, wo du vom Friseur gekommen bist, top gestylt. Und wir hatten unser Auto irgendwo, weiß nicht, 800 Meter weiter geparkt, wo aber so ein bedrohlicher Regenguss aufzog und wo ich gesagt habe, hey, wisst ihr was? Ich laufe rasch ans Auto und komme im Auto hierher, weil durch den Regen laufen, top gestylt vom Friseur, das hat ja nicht gepasst. Und ich weiß noch, wie ich da los bin und du mit Papa, also mit Markus da gehockt und gewartet hast und ihr wahrscheinlich vermutet habt, ich komme total durchgenässt wieder im Auto an. Ich bin zum Auto rasch gegangen, also wird nicht gelaufen, gejoggt, sondern rasch gegangen, weil ich hatte ja auch normale Straßenkleidung an, ohne auch nur einen Tropfen Wasser abzubekommen. Und als ich mich im Auto hingesetzt hatte, bevor ich den Motor gezündet hatte, ging der Regenguss los. Also so gesehen ist auch so eine Sache. Wir können auch da so ein bisschen Einfluss drauf haben. Und was ich auch noch zur Inspiration weitergeben möchte, was ich immer wieder höre, ich weiß ja gar nicht, was ich wirklich will. Das ist auch so eine tiefe Konditionierung. Wir können tausend Sachen aufzählen, was wir nicht wollen. Aber es fällt uns schwer, 100 Sachen mal aufzuzählen, die wir wirklich wollen. So, wie switche ich das? Wenn du zu denjenigen gehörst, denen es wirklich leichter fällt, Dinge aufzuzählen, die du nicht willst. Naja, dann schreib die einfach mal auf. Hol dir ein Vokabelheft oder hol dir ein Blatt Papier, wo du in der Mitte einen Strich machst, wie im Vokabelheft. Schreib links die Dinge auf, die du nimmer haben willst und schreib rechts einfach mal das Gegenteil davon auf. Und dann hast du die Dinge, wie du es eigentlich gerne haben möchtest. Und Das dann ist gilt es natürlich zu bestellen beim Universum. Präzise.
Gut, ja, dieses Aufschreiben ist ja schon die Bestellung, dass wir das wirklich, also dass wir das ja schon mal notieren. Und es ist auch, sag ich mal, es wird irgendwann leichter, dass man einfach weiß, was man will. Es ist irgendwann leichter, ne? Man ist ja, ich meine, es gibt ja so viel, was man wollen kann. Wie soll ich denn dann da aussuchen, was ich wirklich will? Ne? Aber das, je mehr man sich damit beschäftigt, desto einfacher wird es und siehst doch auch als Spiel. Es ist ja jetzt auch keine ernste Sache hier. Und dann kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, dass wenn wir so, wenn wir davon reden, es geht ja, frage danach, also bestell es, gib die Bestellung ab, glaube daran, nach deinem Glaube wird dir geschehen und empfange. Das sind so die drei Schritte der Manifestation. Und da gibt es ein Geheimnis, was damit zusammenhängt und warum es vielleicht in der Vergangenheit, wenn du dich damit beschäftigt hast, noch nicht so funktioniert hat. Da gibt es ein Geheimnis, das den Stein wirklich ins Rollen bringt. Und das hängt mit dem Empfangen zusammen. Also wir können uns natürlich jeden Einzelnen angucken. Wir waren jetzt gerade beim Bestellen, also finde heraus, was du wirklich willst, zum Beispiel durch so eine Übung. Glaube daran ist der zweite Punkt. Glaube einfach zutiefst daran, dass du es verdient hast, dass du es bekommen wirst, so wie mit dem Parkplatz. Du hast daran keinen Zweifel. Aber wenn wir uns jetzt sowas wünschen wie, ich hätte jetzt gerne den perfekten Traumpartner, gibt es den überhaupt? Da fangen wir an zu zweifeln. Ich hätte jetzt gern den perfekten Traumberuf. Gibt es den überhaupt? Kann ich sowas haben? Ne? Also glaub da dran. Und beim dritten Punkt, da kommen wir jetzt zu dem Geheimnis, das Empfangen. Weil wir oft dann denken, okay, ich möchte jetzt meinen Traumpartner. Ich habe mir all die Attribute aufgeschrieben, die er unbedingt haben muss, damit er mein Traumpartner ist, ne? Als was ihn ausmacht. Habe das aufgeschrieben, habe gesagt, Universum, ich will das. Dann setze ich mich hin und glaube und sage, ja, ich glaube das, ich habe das verdient. So. Und dann denken wir, gleich in 5 Minuten klingelt es an der Haustür und dann steht da der Traummann schlechthin mit Blumen in der Hand und vielleicht sogar schon auf den Knien mit dem Ring und alles, ne? Und dann denken wir, er ist super, ne? So manifestiert, klasse. Ich sage nicht, dass das nicht funktioniert. Die Sache ist, dass oft noch was dazwischen kommt. Und zwar die Impulse, die wir empfangen. Weil noch bevor der vor der Tür steht, darfst du erstmal den Impuls empfangen, die Tür zum Beispiel aufzumachen, aufzustehen und zur Tür zu gehen. Und die Impulse, das ist so das, was wir tatsächlich empfangen. Das heißt, wir bestellen etwas, wir glauben daran. Und das Universum schickt uns dann Impulse in Form von Ideen, in Form von Intuition, in Form von, ja, einfach, dass ich denke, okay, ich könnte doch jetzt mal das machen oder wie komme ich denn jetzt da drauf? Aber gut, ich mache es jetzt einfach mal. Ne? Und der Kopf versucht einem dann oft zu erzählen, ja, wenn du das jetzt manifestieren willst, dann musst du irgendwie so was Bestimmtes machen. Also melde dich bei der Dating-Plattform an. Du musst das Haus verlassen. Du musst was auch immer. Ne? Das sind alles so Kopfideen, die wir dann denken, ah, das müssen wir machen, um es zu manifestieren. Nein, du empfängst die Impulse und machst dann das. Verschwende deine Energie nicht bei den Dingen, die dein Kopf dir erzählt, weil der erzählt dir ja nur das, was er schon weiß aus der Vergangenheit. Aber deinen Traumprinzen, den hast du dir ja noch nie manifestiert, sonst würdest du es dir ja nicht wünschen. Von daher, dein Kopf kann dir nur das erzählen, was du schon kennst. Und wir wollen neue Wege gehen. Das Universum kennt neue Wege, um dich dorthin zu bringen. Und zwar ganz, ganz leichte Wege. Und die kommen in Form von Impulsen. Und dann fange ich an zu handeln. Und dann habe ich also manifestiert tue ich in jedem Fall, aber dann habe ich so manifestiert, aktiv und bewusst vor allem. Ja, und diese Impulse, die man dann dazu bekommt vom Universum, die haben oft erstmal gar nichts mit der eigentlichen Bestellung zu tun. Aber denen gilt es zu folgen.
Und da habe ich ein Beispiel von meinem Traumprinzen. Der Papa von dir, von Roman, von unseren wunderbaren Kindern. Der jetzt schon, wir sind ja jetzt schon wirklich seit 1995 zusammen. Wunderbare Familie. Ich war damals alleine und hatte eine Freundin, die auch alleine war. Was macht man dann so, um den Traumprinzen kennenzulernen? Man geht so in eine Diskothek, geht zum Tanzen. Und so waren wir beide dann halt auch immer mal unterwegs, um den Traumprinzen zu treffen. Vom Kopf her gesteuert, ne? Ach, vielleicht begegnet er dir heute Abend in der Diskothek und, und. Ist ja alles schon ein paar Jährchen her. Und dann hatte ich den Impuls, ich war eingeladen zu einem Kindergeburtstag. Und hatte an dem Tag eigentlich einen längeren Tag noch im Büro, da war ich noch im öffentlichen Dienst und hatte eigentlich nicht so wirklich Lust, da noch hinzufahren, weil ich eigentlich heim wollte und nirgendwo mehr hin wollte. Aber der Impuls war da zu diesem Kindergeburtstag. Und ich glaube, das war das allererste Mal, dass ich von diesem Kind, die inzwischen ja auch schon mehrfache Mutter ist, aber dass ich auf diesem Kindergeburtstag von diesem Kind hingefahren bin. Wen habe ich kennengelernt? Meinen Traumprinzen, euren Papa. Also das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Damals wusste ich vom Manifestieren in der Richtung noch nichts. Das ist ja jetzt alles schon so lange her, da war das noch gar nicht so, das war mir so hinter den Kulissen vielleicht. Also Manifestieren gab es in meiner Welt nicht. Aber das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und können wir jetzt noch viele Beispiele auch aus dem jetzigen Leben einfach nehmen? Wir dürfen einfach unerschütterlich daran glauben, ganz präzise wissen, wie wir es gerne hätten in jeglichen Situationen, unerschütterlich daran glauben und dann loslassen und die Impulse empfangen, die oftmals mit dem Eigentlichen überhaupt nichts zu tun haben. Und so funktioniert das. Weil sobald ich ja wieder anfange zu zweifeln und es nicht gleich an der Tür klingelt und der Traummann mit den 50 roten Rosen da steht, naja, habe ich es wieder abbestellt. Und warum funktioniert es auch bei jedem von uns auf die gleiche Art und Weise? Naja, weil wir alle energetische Wesen sind und alle auf dem gleichen Weg hierher gekommen sind. Jeder hat irgendwann mal kaiserlich oder nicht kaiserlich aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt. Jeder von uns. Und als Kinder waren wir ja auch die Manifestationsmeister schlechthin. Wenn wir was haben wollen, wir haben uns alles manifestiert, sogar ohne Bankkonto. Und wir haben auch Situationen gehabt, wo Mama und Papa gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss, das gibt's tatsächlich nicht. Wenn wir es aber unbedingt haben wollten, da sind wir zu Oma, Opa, Onkel, Tante, irgendjemand hat sich bereit erklärt und hat es uns gekauft oder ermöglicht oder wie auch immer. Wir waren Manifestationsmeister schlechthin. Und wir sind vor allem auch nicht auf die Idee gekommen, uns mit weniger zufrieden zu geben. Wir haben nicht den Kaufladen gesehen und haben gesagt, boah, der ist so schön, aber der kostet so und so viel und. Nee, nee, ich hätte lieber gern den anderen. Der kostet viel weniger, der ist zwar schäbig. Wenn man uns gefragt hat, warum willst du das haben, einfach weil, wir sind einfach der Energie gefolgt. Alles andere sind Konditionierungen, die wir uns später angeeignet haben. Also Aufruf, löst dich von diesen Konditionierungen und beginn mal wieder groß zu träumen, an dich zu glauben und wisse, auch du bist Manifestationsmeister. Immer noch, du darfst es dir nur wieder erlauben. Genau. Also, bestell es, glaub daran, empfangen. Ask, believe, receive ist die schönere, also auf Englisch, ja? Ja, vielleicht noch ein Zwischenschritt auch zusätzlich noch, was auch ganz wichtig ist, dich auch schon zu freuen. Du weißt, du hast es bestellt und du weißt auch, es wird geliefert. Sei es, dass du dich schon freust auf die Pizza, wenn du sie bestellt hast, da weißt du, der klingelt in einer halben Stunde, kommt die Pizza. Oder erinnere dich als Kind, wenn du deine Weihnachtsbestellung aufgegeben hast, da hast du dich schon gefreut oder auf den Geburtstag, wenn du gewusst hast, deine Eltern ermöglichen dir das. Du warst voller Vorfreude oder du hast einen Urlaub gebucht und bist voller Vorfreude auf den Urlaub schon. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, um in dieser Energie zu sein, dem Universum zu zeigen, hey, ich habe es bestellt, ich weiß, es kommt. Yeah! Ohne Aufsetzen, freuen, feiern. Das Yes. ist unfassbar wichtig. Ja, ganz genau.
Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, schreib's dir auf, fang an, mehr in die Richtung zu denken, was du wirklich haben willst. Fang an, daran zu glauben, dass du es wirklich verdient hast, denn es ist Fakt. Es ist Fakt, du hast es verdient, du bist es wert und du schaffst das auch. Das ist Fakt. Und dann fang an, auf die Zeichen des Universums zu achten, auf die Impulse, die du hast, auf die Dinge, die dir begegnen, das, was dir so am Tag auffällt. Vielleicht begegnet dir ein Krafttier und du merkst, ah, was hat das jetzt für mich zu bedeuten? Dann liest du es nach und dann ist da irgendwie eine Botschaft, wo du sagst, ah, stimmt, das passt mit dem zusammen, dann mache ich doch mal das. Folg dem einfach mal ganz spielerisch, wie ein Kind und fang vielleicht dann oder fang einfach mit den Dingen an, die du gerade für am wichtigsten hältst, die du gerade am meisten willst. Und oft ist es so, dass wenn das unsere Kreationen, also das, was wir erschaffen, manifestieren, dass das so in der Schwebe hängt, dass die Sachen, die wir uns wünschen, oft schon im Werden sind. Die sind quasi noch in so einem Zustand, die sind schon fast da, also wie so ein Ladebalken, der schon bei, sagen wir, 95% ist, 90% ist, das ist schon fast da. Und dann werden wir ungeduldig und sagen, es funktioniert nicht. Oder irgendwas im Außen spiegelt uns noch, nee, es ist noch nicht da. Es ist noch gerade was ganz anderes. Es funktioniert nicht oder was auch immer. Dann fangen wir an, daran zu zweifeln und zerstören unsere Kreation wieder. Machen den Ladebalken wieder kaputt. Dann haben wir wieder einen guten Tag und sagen, oh, ich will das jetzt wieder. Und dann fängt es wieder an zu laden und dann kriegen wir wieder. Das ist dieser Kreislauf, deswegen wir kreieren und zerstören unsere Manifestationen immer wieder. Und noch bevor sie gerade da sind, zack, schon wieder weg. Deswegen ist der Glaube daran so wichtig und dass wir konstant in dieser Energie sind, dass wir uns immer wieder zurück in diese Energie holen von, ich weiß, dass ich das bekomme. Dass wir da immer wieder fokussiert drauf sind. Und es gibt kein, wenn du dich mal nicht so fühlst und wenn du dich mal irgendwie so einen Tag hast, wo du dich am liebsten einknuddeln würdest, in die Decke, dann knuddel dich in die Decke und denk, bitte an diesen Tagen nicht zu viel über deine Ziele nach. Weil sonst kommt wieder dieses Zerhacken von dem Ladebalken. Dann lass das einfach mal beiseite. Sag einfach, okay, ich weiß, das ist eh in der Mache. Ich kümmere mich gerade um was ganz anderes. Dann lass das einfach mal Manifestation bleiben. Kümmere dich um dich, kümmere dich um das, was jetzt gerade dran ist. Vielleicht ist das ja sogar der Impuls. Und das, was es gerade braucht. Und dann folgst du dem und dann geht's weiter und irgendwann wirst du es auf jeden Fall in deinem Leben haben. Und je bewusster und je klarer du dich ausrichtest, immer wieder auf das, was du wirklich willst, desto schneller ist es da. Absolutely. Yes, so Sehr ist gut. es. All right. Dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Manifestieren. Mit Freude, Spaß und Leichtigkeit. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milliner.